Mehr ist mehr. Das sind die drei Worte, die diesen Look perfekt beschreiben, Leute, oder? Oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Douglas-Kanal. Heute mal mit einem frischen Gesicht. Ich bin Oskar Atem und bin das erste Mal zu Gast auf diesem Kanal. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Ich bin sehr froh, meine kleinen Tricks und Tipps und Tricks mit euch zu teilen. Und das werden wir heute kreieren zusammen. Wenn euch interessiert, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und let's go! So Leute, los geht's mit dem Augen-Make-up-Look. Ich fange erstmal an mit einer weißen Eyeshadow-Base. Das ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Ihr könnt auch eine ganz normale Eyeshadow-Base nehmen. Würde ich ja verstehen, das hat ja jetzt nicht jeder eine weiße Eyeshadow-Base zu Hause. Aber ich finde es manchmal ganz gut, um die Farben besser herauskommen zu lassen. Deswegen trage ich mir die erstmal hier so ums Auge auf und verblende die dann gut. Und ich mache das genau in der Form, wie wir auch den Eyeshadow auftragen werden. Also parallel zur Lidfalte und dann mit einem Schwung nach außen. Dann geht's auch schon los mit dem Eyeshadow. Ich fange an mit einem Blau. Ich nehme nämlich das aus der James Charles Mini Palette und gebe mir das schon mal hier außen hin. Und ich blende das natürlich auch immer ganz gern so richtig dramatisch nach außen. Und jetzt werde ich von Blau zu Lila, von Lila zu Rot, von Rot zu Gelb mich vorarbeiten, bis ich mit dem Gelb hier vorne angekommen bin. So sollte das Ganze aussehen. Und jetzt nehme ich mir hier diesen Eyeliner von Too Faced. Das ist der Better Than Sex Eyeliner. Und ziehe mir damit jetzt quasi eine Cut Crease. Ich gehe also die Form, die wir gerade auf der Base aufgetragen haben, parallel zu meiner Lidfalte. Und dann mit einem Schwung raus. Und das verbinde ich dann nochmal. Und das Ganze fülle ich dann auch damit aus. Auf das Zentrum meines Augenlides gebe ich jetzt das helle, schimmernde Blau aus der Palette als Highlight. Das wird natürlich auch gut verblendet. Als nächstes gebe ich mir etwas Wimpernkleber wieder auf das Zentrum, vertupft das etwas und trage dann hier so Bastelglitzer auf. Und das bringt dann nochmal den ultimativen Glitterkick. Als nächstes werde ich mir jetzt hier einen weißen Kajal nehmen und damit meinen inneren Augenwinkel quasi erweitern. Und innen ziehen wir natürlich auch nochmal einen Eyeliner, damit das Ganze nochmal richtig dramatisch wird und so einen richtigen Cat-Eye-Look bekommt. Ich bin jetzt ganz ausgeflippt, denn ich ziehe mir jetzt hier nochmal eine parallele Linie, fülle den Zwischenraum mit Weiß aus und blende dann oben das mit Dunkelblau aus. Aber das müsst ihr nicht machen, das ist nur so ein Extra-Ding. Und den unteren Wimpernkranz werde ich jetzt von den Farben her genauso schminken wie den oberen. Also Gelb, Rot, Lila, Blau. Mit dem Liner ziehe ich immer noch ganz gern unten eine Linie in Richtung Schläfe. Ich finde, das öffnet das Auge nochmal total. Jetzt werde ich mir noch so süße Strasssteinchen dahin kleben, wo ich es fühle. Ich schaue mal, wo ich die platzieren möchte. Das kann ja auch jeder so machen, wie er es gerne fühlt. Und das mache ich auf dem anderen Auge dann eben genauso. Oh yes. Und jetzt kommen noch Lashes. Und dann sind wir ready mit dem Augen-Make-up und dann geht's weiter mit dem Rest. Also Leute, wenn ihr damit nicht auffallt, dann weiß ich auch nicht. Boah, das Augen-Make-up ist echt sehr wild. Weiter geht's mit Bronzer. Ich benutze von Love Cosmetics den Love Sun Blurring Bronzer in der Farbe Sensual Caramel. Ich finde, Bronzer ist super wichtig, um das ganze Gesicht einfach von diesem toten Look zu befreien, wenn man Foundation drauf macht, weil man ja dem Gesicht jegliche Farbe entzieht. Deswegen finde ich Bronzer immer super wichtig und ich habe hier voll meine Mütze angemalt, oh Mann. Dann trage ich noch etwas Cream Blush auf. Nur ganz leicht. Und als letzter Step kommen natürlich die Lippen. Ich habe heute irgendwie gar keine Lust auf Highlighter, deswegen benutze ich einfach keinen Highlighter. Ihr müsst nichts benutzen, nur weil es alle benutzen. Halt for real. Wenn man irgendwas nicht fühlt, macht es einfach nicht. Ich habe gerade keine Lust auf Highlighter. Ich mag gerade den Look irgendwie so ganz gerne. Und mache jetzt direkt weiter mit dem Clarence. Ich weiß nicht, spricht man das aus? Clarence oder Clarence? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dieses richtig geile Lip Oil. Ich liebe das. Ich habe das in der Farbe 5. Manchmal nehme ich mir noch so ein bisschen roten Lidschatten und tupfe das ganz leicht. Einfach damit die Lippe etwas durchbluteter aussieht. Ich mag einfach den Look von so schon farbigen Lippen, aber noch sehr natürlich. Ich mag das, weil es so richtig soft aussieht, wisst ihr? Aber ihr könnt natürlich auch mit dem Lip Oil rübergehen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich finde immer sowas auch gerade für Silvester perfekt, weil
Lippenstift geht bei mir zum Beispiel immer sehr schnell ab und verwischt sehr schnell. Und sowas könnt ihr immer die ganze Zeit nachtragen. Ihr braucht keine saubere Kontur. Es muss sich die ganze Zeit gut aussehen. Es ist einfach nur Gloss. Und das finde ich persönlich immer am einfachsten und somit auch am besten für so einen großen Tag wie Silvester, wo viel getanzt wird, wo viel geschwitzt wird. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, das sieht so schön aus. Und Leute, einfach weil Silvester ist, hauen wir nochmal richtig rauf. Und ich werde mir jetzt noch zwei kleine Glitzertränen holen, die ich mir aufklebe. Einfach, weil das ja noch nicht genug ist. So Leute, das ist der fertige Look. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Look haltet. Und ich wünsche euch natürlich von ganzem Herzen einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Ja, ich hoffe, ihr könnt all eure Neujahrsvorsätze perfekt umsetzen im neuen Jahr 2021. Und ich hoffe, dass dieses Jahr vielleicht etwas besser abläuft als das Jahr, was wir jetzt hinter uns haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Däumchen nach oben zu geben. Und wenn euch allgemein die Videos auf dem Douglas-Channel gefallen, klickt gerne auf Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und ja, vielleicht sehen wir uns in Zukunft nochmal hier auf diesem Kanal. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und man sieht sich. Tschüssi!